Hallo Leute, herzlich willkommen zurück. Hier war jetzt Zotacoon. Die Besucher kotzen uns hier voll. Das ist ja unglaublich, wirklich. Wir haben auch wieder gar nicht mehr so mega viel Geld. Deswegen können wir das ja jetzt wirklich mal nutzen, um nachzugucken, wie es hier in den Gehegen eigentlich so aussieht. Wir haben hier irgendwie 40 Gazellen drin. Sieht zumindest ziemlich viel aus. Nicht genügend Unterstände. Das kann ich mir vorstellen. Dann sorgen wir mal dafür, dass es unseren Tierchen wieder gut geht. Und stellen da noch so einen fetten Unterstand hin. So, mehr Unterstände als nötig. Ja, komm, jetzt habt euch nicht so. Na ja, komm. Wenn die wollen es ja nicht anders. Dann kriegen sie halt nur so einen dahingestellt. Immer 10-mal daneben drücke. So, es ist gut geeignet. Also sind noch nicht zu viele drin. Die Trommel da sagen nicht genügend Unterstände. Dann stellen wir denen noch einen kleinen Stall hin, würde ich sagen. Ich finde die eigentlich auch ganz hübsch. So, jetzt ist es wieder gut geeignet. Hier ist ganz schön viel Kacki. Aber da kümmert sich ja gerade jemand drum. Es ist gut geeignet noch. Wir haben 4 Viecher in dem Stall. Und ich finde den Zaun echt cool. Bin froh, dass wir ein bisschen Abwechslung gezäunt haben. Ich finde den hier irgendwie nicht so geil, den Maschendrahtzaun. Da hätten wir auch eigentlich so einen Koppelzaun nehmen können wahrscheinlich. Obwohl, vielleicht können die da rüber springen. Wie, der kann keine Nahrung finden. Oh, stimmt, bei denen waren wir noch gar nicht. Wir kaufen jetzt nochmal hier einen neuen Zoo-Wärter. Das sind wir gerade schon wieder zu viel Kacki. Und zu viel alles überall drin. Jetzt haben wir 3 schon. Kann kein Futter finden. Fühlt sich von den vielen Besuchern bedrängt. Eieiei, das ist natürlich ein Problem. Hier ist aber auch richtig Verkehr außenrum. Ah, was machen wir da? Fühlen sich von den Besuchern bedrängt. So, pass auf. Wir machen die Wand hier, hauen wir ein bisschen raus und machen die auch so Beton hin. Damit die Jungs da ordentlich, wie habe ich denn das genannt hier? Salzwasserkokos? Nee, Kokos. Okay. Weil ich glaube, wenn ich das Gehege jetzt aufmache, dann wird der Name wahrscheinlich flöten gehen. Yep. So, so, so. So. Obwohl es so irgendwie auch geil wäre, wa? Och Mann, falsch. Und den machen wir auch noch weg. Und dann hoffen wir mal, dass das für die Viecher reicht. Huch. Können wir nicht so eine nehmen? Ne, wir nehmen jetzt hier eine große. So. Salz, Wasser, Kokos. Und der Eingang bleibt da. Finde ich gut. So. Ich meine, die Leute, die hier stehen, die sollen ja eh eigentlich auf die Löwen gucken. Die können ja hier noch den ganzen anderen Weg außen rumlatschen. Sollen sie sich mal nicht so haben, die Herrschaften. Vielleicht hier vorne auch. Egal. Wir gucken jetzt erstmal, wie sich das entwickelt für die Viecher. Mir würde es da jetzt schon deutlich besser gehen. Ja, denen geht's auch gleich besser. Sehr gut. Das haben wir, glaube ich, ganz gut gelöst. Naja, aber er hat sich immer noch. Wenn nicht, dann müssen wir nochmal gucken, ob wir irgendwo anders noch zumachen. Aber alles zumachen, das sieht ja auch scheiße aus. Also unseren Herren Löwen geht es auch noch gut. So, jetzt müssen wir mal die Affen. Die findet man so schlecht hier drin. Hä? Wenn ich darauf zoome. Hier. Hey, neue Tiere und Objekte. Nicht genügend Unterstände. Die habt ihr auch nur einen. Dann bekommt ihr mal noch einen. Wenn euch so einer genehm ist, dann bekommt ihr noch so einen. Hier vorne. Falsch rum. Geil. Man kann an den Smileys sehen, wie viele da drin sind. Vorher sieht man da eh nichts. Ist gut geeignet. Wie sieht es denn eigentlich aus hier mit Cindy aus dem Gehege? Irgendwie sieht es so aus, als wenn die Tür nicht richtig zu wäre da oben. Cindy aus dem Gehege ist noch da. Guck mal, ist die mittlerweile erwachsen? Nee, ist sie nicht. Na, ist ja auch noch nicht so viel Zeit vergangen. Wahrscheinlich erst ein Jahr alt, die gute Cindy. So, ich höre auch gerade nicht mehr so viel Gekotze. Ich höre irgendwie ein Gewauer. Alter, hier ist mega Action hier außenrum. Gucken wir mal kurz in die
Hier. Das ist das zur Beurteilung. Ist sehr gut. Zuschauer steigen auch. Mega nice. Guckt euch das mal an. Spenden haben wir leider nicht so viele bekommen, weil das waren ja hier auch Premium-Geld. Aber der einzigen Monat, den wir mal Gewinn gemacht haben. Oh Mann. Hier wegen den beiden Bändern. So, der Seeburger-Stand und Ringepiece mit Handfass. Schon wieder vergessen, dass ich das so genannt habe. Die machen noch nicht so viel Gewinn. Aber jetzt kommen hier 1 Dollar, können wir ruhig mal Verlust machen. Seeburger, der scheint echt scheiße zu schmecken, oder? Mann, 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 Mann. Okay. Dann können wir mal umbenennen hier. Seekrankburger nennen wir den. Sehr gut. Leckeren Seekrankburger. Der hält, was er verspricht. So, hier Maschendrahtzaun immer noch im Eimer. Ich glaube, das ist der einzige Zaun, der kaputt gehen kann, habe ich das Gefühl. Die anderen sehen alle noch sehr, sehr gut aus. Haben wir eigentlich jetzt mittlerweile schon Truck hier? Was mache ich denn? Ne, haben wir noch nicht. Ich hau am Anfang erstmal 2 Krokodile raus und danach denken sie sich. Oh, wo ist das Problem? Er hat Probleme, an den großen Kothaufen zu gelangen. Ach, die auf der Insel. Ja, das ist ein guter Punkt, würde ich mal behaupten. Was machen wir denn da? Ich glaube, das war nicht so gut durchdacht von mir. Dann können wir den nicht löschen. Warte, ist das Salzwasser? Ah, jetzt kann ich das da nicht wegmachen. Solange die sich nicht beschweren, ist mir das eigentlich egal. Moment, 1, 2, 3 Häufchen kriegen sie noch auf die Inseln. Und danach haben sie gelitten. Okay, da müssen wir drauf achten in Zukunft. So, Inseln scheinen nicht so gut zu laufen. Dann kannst du wenigstens bei den Dromedaren da mal alles wegmachen. So, wir haben ja neue Sachen freigeschaltet. Dann gucken wir mal rein. Erstmal wollte ich hier gucken. Orang-Utans. Immer noch nichts für Paviane. Oh, ein Eisbärenfass. Oh, das ist ja geil. Oh, ich will Eisbären haben. Eisscholle für Pinguine. Ja, aber ich glaube, so in dieser Eisecke, da sind wir noch nicht so richtig. Aber ich will noch so viele Sachen bauen. Die nächste Gazelle. Hat der immer noch genug Platz? Anscheinend schon. Affengehege ist ein bisschen klein. Das tut mir ein bisschen leid. Hätte ich eigentlich ein bisschen mehr Platz für die Kollegen reservieren müssen. So, was ist denn, ist der jetzt auch scheiße, der Hotdog-Stand, oder was? Oder ist das der Seekrankburger? Ich glaube, das ist der Seekrankburger, der wieder zugeschlagen hat. Komisch, wo der manchmal hinzoomt. Ich glaube, darauf, was ich angevisiert habe, zoomt der hin. Was hier gar keiner möchte. Okay, ich habe gerade gesehen, wir haben hier hinten Mülleimer schon hingestellt, aber noch keine Bänke. Stellen wir noch mal ein paar Bänke außenrum. Ja, hier. Und da. Ja, einfach nur, um es mal komplett zu haben. Haben wir hier auch nicht gemacht, aber hier müssen die auch nicht unbedingt sitzen. Löwen ist aber eine gute Wahl. Immer die Löwen angucken. Ich finde auch schön, wie unsere Nische hier nutzen. Überhaupt nicht. Kein Arsch stellt sich dahin, alle latschen hier vorbei. Ist interessanter, die Betonwand anzugucken anscheinend. Und wir haben wieder 31.000, also es ist zumindest ist es ein aufsteigender Ast, auf dem wir uns befinden hier mit dem Zoo. Die Frage ist, lohnt sich das schon, hier was Neues anzufangen? Vielleicht haben wir ja was Kleines. Straußen haben wir mittlerweile. Wir haben unsere gewünschten Flamingos. Sehr geil. Okay. Flamingos. Was haben wir denn? Flamingos? Sieht aber auch kacke aus. Ich will irgendwie hinter den Flamingo-Gehege, dass man da auch langlaufen kann. Einfach nur, um den Weg für die Leute länger zu machen, als er sein muss. Naja, so viel länger ist er halt auch nicht, aber die könnten
sonst ja nicht hinten lang latschen. Dann drehen wir mal um. Sieht ja voll kacke aus, die Ecke da hinten. Wie weit machen wir das denn so? Die können da hinten lang latschen. Machen das hier auch. Komm, was soll denn der Geiz hier? Das sieht doch alles voll kacke aus. Komm schon, geh da runter. So. Bis zum Klo ist alles Sand. Punkt. Und hier machen wir so gefleckt. So vielleicht? Weiß nicht, ob das so geil aussieht. Jetzt habe ich es gemacht, jetzt lassen wir es auch. Okay, so reicht es schon für Flamingo-Gehege? Da machen wir dann ausnahmsweise auch mal nur einer Breite außen rumlatschen. Flamingos. Sehen das... So, kann man hier mal Informationen anzeigen? Boah, da kann man sich ja einen richtigen Roman durchlesen. So sehen also Flamingos aus. Guck mal an, die brauchen Schilf und Savanne. Die sehen aber auch jetzt nicht so aus, als wenn die sonderlich hochspringen könnten. Ich bin nämlich mal versucht, einen schönen Zaun zu nehmen, der nicht so mega riesig ist. Das hier ist ja nur Deko, oder? Ungeeignet. Ja, das könnten wir auch mal machen, irgendwie unsere Wege gestalten, aber so viel Platz haben wir doch gar nicht, oder? Sieht es denn geil aus, wenn wir jetzt hier noch irgendwie einen Abstandshalter hinbasteln und da irgendwie... Aber ich glaube, was ganz geil kommt, ist sowas hier, oder? Quasi außerhalb mal ein paar Bäume hinstellen. Das könnte eigentlich ganz stylisch sein. Ich finde die Akazien auch ganz hübsch. Könnte nur teuer werden auf Dauer. Viel Geld haben wir halt nicht dafür, dass das nur Deko ist. Irgendwann wird der Punkt gekommen sein, wo wir genug Geld haben. Hoffe ich mal. Wäre zumindest anzunehmen. Und dann wäre das sehr, sehr hübsch. Niedrige Steinmauer. Niedriger Koppelzaun. Niedrige Holzlatten. Ich nehme einfach mal die und hoffe, dass die reichen. Do Flamingo. Oh, ich habe ein bisschen Angst. Ich hoffe, dass das passt mit den Dingern. So, können wir setzen den mal dahin. 1, 2, 3, 4. Ich hoffe, die können nicht so hoch springen. So. Nee, Pause können wir uns nicht leisten. Wir können uns keine Pause leisten. Okay, die brauchen Savannengelände. Mal gucken, wahrscheinlich kommt gleich ein Gebrülle, dass die entlaufen sind. Und dann sind alle total wütend. Okay. Sand. Okay, das reicht denen anscheinend. Machen wir hier mal Erde hin. Ja, noch mehr Erde? Okay. Immer noch. Ist ja fast mehr Erde als Savanne hier. Okay. Zu viel Savanne. Was braucht denn noch? Ist nicht groß genug für die... Wie ist nicht groß genug? Natürlich ist es groß genug. Scheiße. Die haben sich aber nicht geärgert darüber, dass noch welche reingekommen sind. Ja, egal. Jetzt ist halt einer mehr drin. Jetzt kann ich auch keinen mehr verkaufen. Süßwasser wollte er haben, ne? Ja, eigentlich da hinten. Weil das ist denen ja zu viel Savannengrasgelände. Deswegen muss ich die ja da in die Ecke... Alter, was machen die für einen ekelhaften Sound? So. Immer noch größer? Okay, so ist doch geil. Richtig geile Ecke. Richtiger Planschesee. Zu viel, nicht genügend. Die wollen mich verarschen, die Viecher. So? Wollen die einen Riesen... Geh doch mal zur Seite, Mann.
Die wollen ja mehr Wasser als alles andere haben. So, wie sieht das jetzt aus? Nicht genügend Süßwasser. Wenn ihr das so wollt, dann mache ich hier... Ja, nee, der war zu viel. So, und jetzt? Die sind ja voll anspruchsvoll, die Viecher. Erdgelände. Erdgelände ist ganz, ganz schlimm. Naja, nee, der auf jeden Fall nicht mehr. Pflanzen. Die wollten noch irgendwas Bestimmtes haben. Hier. Schilf wollten sie haben. Haben wir Schilf? Hier haben wir Schilf. Was? Eine Pflanze reicht euch. Wollt ihr mich eigentlich total verkackeiern? Ihr kriegt jetzt 3. Punkt. Das sieht immer noch lächerlich aus. 4. Ja, nicht ganz in die Ecke. Wollen wir mal dahin. Leute, ihr habt doch eine Macke, wirklich. Was ist das hier? Achso, diese atlantischen Ruinen schon wieder. Mittelgroßer? Nee, mögt er auch nicht. Ich will die eigentlich haben. Oh. Wollt ihr so einen Felsen hier? Nicht, dass die da über einen Beckenrand springen. Nee, das reicht anscheinend schon. Nee, reicht nicht. Die Felsen gefallen denen einfach nur nicht. Die Pflanzen machen ihn unzufrieden. Ernsthaft? Okay. Ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass die Viecher so anstrengend sind. Bin ich voll gegen das Mikro gekommen. Oh boy. Egal, jetzt haben wir auf jeden Fall unser Gehege und die sind auch noch nicht rausgesprungen. Also scheint das in Ordnung zu sein, dass wir diesen Zaun gewählt haben. Aber auch wenn die Folgenzeit schon vorbei ist, wir müssen es trotzdem noch kurz dekorieren. Wir stellen hier nämlich noch hier eins hin und hier eins hin. Da ist der Sound mittlerweile mal kaputt gegangen. Schau dir das mal an. Können wir hier noch einen Bäume einstellen und da noch. Und dann machen wir... Picknicktische gehen leider nicht. Da bräuchten wir echt mal mehr Platz. Aber ich mag die Picknicktische. Sollten wir in Zukunft öfter mal nutzen. Die passen hier eigentlich ganz geil hin. 1, 2, 3. Und dann, weil ihr es seid, kriegt ihr hier noch eine Bank und da noch eine Bank. Geil. Sehr, sehr schön, würde ich sagen. Puh. Da habt ihr sie. Schöne Thumbnail. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, dass ihr morgen wieder dabei seid, wenn wir, weil wir jetzt schon so angefangen haben, wenn wir diesen Part hier angehen. Wenn wir hier noch ein Gehege hinmachen, werden hier unser Souvenirladen oder unser Restaurant, irgendwas wollten wir da hinmachen. Und dann haben wir das schon mal gut ausgefüllt. Mittlerweile ist da hinten ja ganz gut besucht. Das brauchen wir nicht mehr unbedingt hin. Mittlerweile hat das auch Plus. Guck mal, geil, oder? 30 Euro hatte ich schon. Gut, vielen Dank. Bis morgen. Ciao.